welche Länder Offiziere schicken dürfen. Die Diplomaten im Auswärtigen Amt verteilen großzügig Einladungen, auch an Terrorregime. Sadio Barry wurde in Guinea gefoltert. Schon vor 10 Jahren zeigte er den deutschen Diplomaten aus der Heimat geschmuggelte Foltervideos. Seine dringende Bitte schon damals, keine Soldaten mehr ausbilden. Wir hatten in Deutschland einen grünen Außenminister. Wir waren ganz überzeugt mit dem Video, mit den Dokumenten, die wir hatten, wenn wir das bringen. Also Joschka Fischer hätte das nicht mehr akzeptiert, dass man mit Guinea weiter militärische Kooperation führt. Aber es ging weiter. Es ging weiter, ja. Und wie es weiterging. Es gibt heute eine regelrechte Deutschland-Connection. Beispiel Hauptmann Mamadou Sandé, 3 Jahre Bundeswehr, heute Finanzminister. Oder General Mamadou Bakamara, 5 Jahre Bundeswehr, heute Sicherheitsminister. Auch er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für das Massaker. Wir fragen beim Auswärtigen Amt nach, warum werden immer wieder Soldaten für Terrorregime ausgebildet? Die lapidare Antwort: Man möchte Demokratie exportieren. Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele hält das, gelinde gesagt, für realitätsfremd. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir Soldaten ausbilden, die dann in den Ländern, in den Herkunftsländern, wohin sie zurückkehren, an Putschen beteiligt sind, an Menschenrechtsverletzungen, an Massakern. Doch in Dresden denkt so niemand. Gerade wird ein neuer Offizier aus Guinea ausgebildet. Dazu einer aus Armenien. Und auch Usbekistan darf bald wieder Soldaten schicken. Für Kritiker ein Skandal. Also die Ausbildung von Soldaten aus Ländern, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wie Armenien, wie Usbekistan und wie Guinea, muss sofort gestoppt und beendet werden.